Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um die Routenbearbeitung im Map Composer V1.2a. Leider habe ich jetzt meine alte Instanz aus Versehen gelöscht, aber es tut in dem Fall jetzt nicht allzu sehr weh, weil es nur um die Routenbearbeitung heute gehen soll. Und genau, ich werde an den Kartenobjekten erstmal weiter nichts verändern. Zumindest was jetzt so den Hintergrundgrafik angeht. Jetzt geht es nur um die Routenbearbeitung und die Kartenobjekte für die Routen halt. So, ich gehe einmal noch ganz kurz in die Einstellung. Wie gesagt, weil ich ja vorhin hier, weil ich den Map Composer jetzt nochmal neu gestartet habe, von Grund aus. Also, automatische Updates anklicken. Und hier wähle ich wieder den Viewfinder aus. Das bleibt so. Ich überspringe ihn mal kurz. Das bleibt auch so. Und jetzt ist interessant der Bereich Routen. Ja, wenn ich jetzt MTB eingebe, ist das Problem, dann habe ich in meiner Region habe ich nur eine Route. Und deswegen mache ich das mal exemplarisch, mache ich das mal mit Wanderwegen. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt noch hinzufügen Fahrradrouten. Dann gehen wir hier ein, dieses Pipe-Symbol. Das wäre dann Groß-Alt und das kleiner Zeichen. Genau, Groß-Alt-Kleiner. Dann hat man dieses Pipe-Symbol. Und dann gehen wir nochmal hier ein, Bicycle. Und natürlich jetzt hier den Haken setzen, ganz wichtig. Gültige Routen automatisch zeigen. Und automatisch aktualisieren würde ich nicht machen, weil bei jeder Veränderung nimmt er wieder den Datensatz von OSM und nicht den wir geändert haben. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Deswegen mache ich jetzt hier keinen Haken dran. Die Koordinaten sind die gleichen. Dann gehe ich hier noch einmal rein. Planetpfeil holen muss ich jetzt bei Bedarf anklicken. Also er muss jetzt welche holen, weil ich die alte Planetpfeil nicht mehr habe. Und der Rest kann auch erstmal so bleiben. Genau, und jetzt müssen wir erstmal einen Lauf starten, weil in den Routen haben wir noch nichts. Und durch den ersten Lauf, oder durch jeden Lauf, bekommt man immer die aktuellen Routen. Genau, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Logfenster blende ich wieder ein und lasse ihn jetzt einfach mal einmal durchlaufen. Ich denke mal, ich werde jetzt einen kleinen Zeitraffer einbauen, damit ihr euch den Ladebalken nicht unnötig anschauen braucht. So, die Karte wäre jetzt fertig. Nach einer Minute. Ich brauche hier im Endeffekt jetzt nicht viel machen. Einfach nur die gewünschten Koordinaten im Endeffekt eingeben. Namen zuweisen. Also wie ich es im ersten Video auch gezeigt habe. Und schon habe ich die ganzen Routen zumindest als Datensatz erstmal hier drin. Wenn ich die Karte jetzt aufrufe, werden wir eine Karte haben ohne Routen, weil wir in den Einstellungen hier keinen Haken gemacht haben. Wenn wir jetzt hier einen Haken setzen, sind die sofort alle aktiv und wir würden die auch in der Karte sehen. Aber wir wollen ja jetzt jede einzelne wollen wir jetzt bearbeiten und deswegen ist jetzt hier kein Haken dran. Und beim ersten Lauf wird das jetzt nicht wehtun, aber wenn wir jetzt hier irgendwelche Veränderungen vornehmen, dann kann das passieren, dass auf einmal die Veränderungen nicht mehr ihre Gültigkeit haben. Also unsere Veränderung, sondern dass die von dem die von OSM genommen werden und das wollen wir in dem Fall ja nicht. So, wir haben jetzt hier mehrere Spalten und als erstes ordne ich erstmal die ganzen Spalten so, wie ich sie eigentlich brauche. Dazu gehe ich hier oben wieder hier oben rechts wieder auf dieses auf einen von diesen Feldern hier und blende erstmal alles ein, was ich brauche. Ich sehe gerade ID. Ich blende erstmal alles ein. So, was brauchen wir denn hiervon? Betreiber, Solnische Gebirgsverein, ist klar, ist bekannt. Und Regionalverband Ruhr, das sind so die beiden großen im Ruhrgebiet bzw. Nordrhein-Westfalen. Hier ist nochmal der OSM-Name hinterlegt, das würde ich lassen. Ja, die eigentliche ID würde ich jetzt hier auch nicht zwingend eingeblendet lassen. Zum Beispiel jetzt diese Zahl hier, die finden wir nämlich auch jedes Mal, auch wenn wir es ausblenden, finden wir die hier auch wieder. Das müsste die Relationsnummer sein. Die ist interessant, wenn wir einfach mal in den Datensatz bei OSM hineinschauen wollen.
Deswegen können wir die ID eigentlich hier auch ausblenden. Rechte Maustaste, ID, einfach ID klicken und schon ist sie weg. Ob das Netz jetzt LWN oder RCN ist, interessiert uns jetzt auch erstmal an der Stelle nicht. Netz auch weg. Referenz brauchen wir. Wiki, ja, das steht meistens eh nichts drin, kann auch weg. Symbol 2, das lassen wir erstmal. Verändert können wir auch lassen. Ergänzt könnten wir auch erstmal lassen. Beschreibung, okay. Betreiber, ja, kann man eigentlich auch lassen. Klassifizierung. Klassifizierung brauchen wir auch nicht. Auch weg. So. Wenn die Relation irgendwelche Fehler haben, dann ist es hier vermerkt. Das packe ich mal so ein bisschen so nach hinten. Was man da mal was nachschauen möchte. Ach, ruhig noch einen weiter nach hinten. Referenz brauchen wir auf jeden Fall. Textfarbe brauchen wir. Markierung auf jeden Fall. Schild, Symbol brauchen wir. Hinterlegt brauchen wir. Die eigentliche Renderregel, die verbirgt sich hinter diesem, ja, Code, nenne ich es einfach mal. Das ist so eine Art Maschinensprache, wie so ein Symbol generiert wird. Strecke brauchen wir auch nicht. Darstellung lassen wir. Stand, von wann der Datensatz ist, ist jetzt auch erstmal uninteressant. Welcher Benutzer dahinter steckt, auch uninteressant. Distanz weg. Habe ich den gerade schon weggemacht oder habe ich jetzt ein falsches Symbol weggepackt? Ne, also hier sind quasi jetzt alle Menüeinträge, die ich jetzt ausgeblendet habe. Typ brauche ich auf jeden Fall, Name brauche ich und die Markierung brauche ich. So, dann habe ich jetzt erstmal einen guten Ausgang, um die Routen zu bearbeiten. Dann haben wir ja gesagt, wir haben einmal Wanderrouten und Fahrradrouten. Die sind mit Bicycle, sind die in dem Sinne deklariert. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal doch einen Lauf mit den Routen, so wie sie jetzt quasi eingestellt sind. Ne? So, wie gehe ich vor? Ich drücke STRG A und dann gehe ich in dem Feld Markierung, rechte Maustaste auf Aktivieren, drücke nochmal STRG A und drücke auf Ergänzen und Aktivieren. Ich mache immer beide Felder, damit sichergestellt ist, dass auf jeden Fall alle Routen, die es jetzt hier gibt, dargestellt werden. Ich speichere nochmal eben das Layout und hier mache ich einmal Clear. Und starte einfach nochmal einen Lauf und dann schauen wir uns mal die Karte an, so wie sie jetzt quasi im Original jetzt aussieht. Ja, in der Zeit, wo es gerendert wird, kann ich euch eben nochmal die Symbole zeigen, die es gibt. Da gibt es auf der Wanderreitkarte, gibt es auch noch eine Symbolliste. Dann klickt ihr am besten mal hier auf Karten, wo war das nochmal? Kartenwerkzeuge nicht, nee, auf Informationen. Informationen zur Karte. Dann Mapper und dann Symbolliste. So, und hier seht ihr, wie die ganzen, also welche Symbole es überhaupt gibt. Ne, und hier hinter ist praktisch der Maschinensprachensatz, so nenne ich es einfach mal. Wenn man zum Beispiel so ein dickes L haben möchte, dann nimmt man Black-L. Wenn man hier einfach nur so einen braunen Strich haben will, Braun-Bar. Und so weiter. Das sind quasi jetzt die einzelnen Symbole, die man im Vordergrund 1 und 2 stellen kann. Und das ist der Hintergrund, wo drauf die Symbole praktisch drauf liegen. Wenn man um diese Blue Corner einen blauen Rahmen haben möchte, dann nimmt man Blue Frame und Blue Corner. Wenn man dann noch vielleicht noch einen orangen Strich haben will, kann man dann auch noch Orange Bar, kann man dann auch noch hier quasi eintragen. Hintergrund wäre jetzt hier quasi diese Farben, dann nicht mal Hintergrundfarben. Vordergrund, ja, dann wären diese Symbole und dann nochmal ein Vordergrund, könnte man noch ein Symbol packen. Dann kann man noch einen Text eingeben, zum Beispiel wie ich Wanderweg A1 und dann einfach sagen, der Text hat die Farbe schwarz, hier steht es, schwarz, blau, braun, grau etc.
Und der Wegeverlauf, das ist quasi die erste Farbe, die man eingibt. Das wären dann hier, das zeige ich mal eben auf der Wanderreitkarte. Das wären quasi diese blauen Tupfer hier als Beispiel. Oder manchmal haben die auch rote Tupfer. Und hier wäre blaue Tupfer, rote Tupfer. Und meistens hat man schwarze Tupfer. Wenn man hier guckt, schwarz, schwarz, schwarz. Und so weiter und so weiter. Das ist im Endeffekt jetzt so ein bisschen Willkür. Da muss man einfach nur wissen, A4 hat rote Tupfer, sage ich mal. Okay, dann kann man jetzt hier so den Weg ein bisschen besser verfolgen. Aber es gibt mittlerweile so viele Wanderwege. Und oft haben die Wanderwege auch die gleiche Farbe. Deswegen kann man sich da auch noch bedingt nach orientieren. Und deswegen möchte ich das so einstellen, dass Wanderwege schwarze Tupfer haben. Also alle Wanderwege. Alle Mountainbike-Wege rote Tupfer und alle Fahrradwege blaue Tupfer. Und die einzelnen Symbole möchte ich gleich bearbeiten. Das ist das, was ich vorhab. Jetzt in meinem Gebiet ist hauptsächlich, hat man da Textsymbole. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Rauteweg, genau der wäre jetzt hier. Der wäre einer von den wenigen Symbolen, sage ich mal, auf die man zurückgreifen kann. Die Raute, das finden wir quasi dann jetzt hier, schwarzer Hintergrund. Die Raute wäre dann Diamond, meine ich. Genau, das wäre jetzt dann hier in dem Fall White Diamond Line. Das wäre dann diese Raute. Genau, Text würde es in dem Fall ja nicht geben. Manchmal haben die auch noch eine Bezeichnung, Raute 1, 2, 3. Dann könnte man dementsprechend da noch eine Zahl hinter eintragen. Als Text und die Farbe dann. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das Ganze finden wir dann jetzt auch jetzt hier in der Renderregel wieder. Black, White, Blue Bar, S-Black. Das können wir ja mal anklicken. Hier steht es nochmal. Also das heißt, schwarzer Hintergrund, das sind diese Tupfer. White, das war einfach nur ein weißes Fenster. Das wird auch übrigens jetzt hier dargestellt. Blue Bar wäre ein blauer Strich. Ein S und das S hat die Farbe schwarz. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Dann kann man hergehen und sagen, ich möchte kein S haben, ich möchte ein X haben. Als Beispiel, wenn man genau hinguckt, hat man dann jetzt hier ein X. Ist es ein bisschen klein, kann man schlecht erkennen. Auch wenn man sagt, ich möchte keinen Blue Bar haben, ich möchte Green Cross haben, zack, dann hat man hier ein grünes Kreuz. So könnte man jetzt jeden Wanderweg individuell bearbeiten. Wenn man hier wieder auf Auswerten geht, dann wertet er quasi diesen Maschinensatz hier aus und dann hat man wieder das Originalzeichen. Wenn man sich die ganze Relation einmal angucken möchte, wie es bei OSM aussieht, dann hat man jetzt hier quasi die Relationsnummer und dann kann man auf Browse klicken und dann sieht man, oh, das ist ja mal ein ganz knorke Weg hier. Was ist denn hiermit passiert? Hier sehen wir schon, hier ist irgendetwas falsch, ne? Müsste man eigentlich mal bearbeiten. Also so verläuft kein Wanderweg, aber so ist er jetzt momentan im Datensatz hinterlegt. Und da ich hier ortskundig bin, weiß ich genau, es gibt hier keinen Wanderweg, der mit S ausgeschrieben ist. Deswegen ist es leider ein blödes Beispiel. Hier steht Relation für Radwanderweg. Okay, da hätte ich natürlich drauf achten müssen. Das Ganze ist Hiking. Also Hiking ist Wanderweg. Ja, okay. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir hier den A5. Ja, der passt zum Beispiel, den kenne ich auch. Hier wäre der Parkplatz und so verläuft dann jetzt hier der Wanderweg, der vor Ort auch live ausgeschildert ist. Römer Rundweg, genau, ist vom Saulischen Gebirgsverein. Hier wäre wieder der Maschinencode, sage ich mal. A5 wäre die Bezeichnung. Rauntrepiers, eigentlich selbsterklärend, der ganze Datensatz hier. Interessant ist eigentlich nur der jetzt hier für uns. Gut, aber wir haben ja gesagt, wir wollen als ersten Schritt, wollen wir hergehen und sagen, alle Fahrradwege möchte ich in Blau haben. Und alle Wanderwege in Rot. Nein, in Schwarz. So war das. So, wie gehe ich da vor? Man kann hier Filter setzen. Rechte Maustaste im Bereich Typ.
Neuer Filter auf Typ. Dann sage ich ihn, zeige ich mir nur Hiking an. Schwupps, jetzt sehe ich nur Wanderwege. Jetzt kann ich die alle kompakt bearbeiten. Warum kann ich es hier nicht größer machen? So, doch geht. Und ich kann mir zum Beispiel sagen, pass auf, ich möchte, dass das Hinterlegte alles schwarz ist. Rechte Maustaste A, nochmal rechte Maustaste bei Hinterlegt. Und dann sage ich ihm, ersetze Hinterlegt in Black. Und schwupps, sind alle Wanderwege in Schwarz hinterlegt. Jetzt hebe ich den Filter wieder auf. Das gleiche mache ich für Food. Weil es gibt bei Wanderwegen noch die Besonderheit, dass es einmal Hiking gibt, den Tag, und einmal Food. Neuer Filter auf Typ, Food, okay. Und hier machen wir genau das gleiche. Ich möchte bei Hinterlegt alles im Black haben. Black, zack. Prima. Jetzt kann ich den Filter wieder aufheben und sage, mach das gleiche für Bicycle. Neuer Filter auf Bicycle. Okay, Steuerung A. Hinterlegt. Hier zum Beispiel ist gar nichts eingetragen, aber das ist nicht schlimm. Ersetzt Hinterlegt in Blue. So, und jetzt weiß ich schon mal, alle blauen Tupfer sind Fahrradwege, alle schwarzen Tupfer sind Wanderwege. Ich möchte auch, dass alle alle Radwege markiert werden. Die Markierung wäre jetzt, jetzt in dem Fall der Text, wie zum Beispiel jetzt hier X10. Hier sehen wir, hier ist gehende Leere. Jetzt hat man natürlich ein Problem, außer RR, den gibt es. Jetzt muss man hier alles manuell leider eintragen. Dann gehe ich immer so vor, ich klicke doppelt an und in dem Bereich muss etwas stehen. Und ich nehme auch immer den Referenzname. Hier haben wir nichts, dann ticke ich hier über weiter, dann dementsprechend hier so durch. Was habe ich da einen übersehen, ne? Und man muss darauf achten, dass hier maximal 4 Zeichen sind. Das ist natürlich eine komische Bezeichnung. So, die Bezeichnung würde ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht übernehmen, aber 100S, das passt. Das ist die 100-Schlösser-Route. Und dann kann man das mit Steuerung dann dementsprechend ganz normal hineinkopieren. Ich ticke das mal eben durch und ihr seht das Ganze im Schnelldurchlauf. So, damit hätte ich jetzt alle Markierungen hätte ich jetzt erstellt. Und, ich habe geändert. Da habe ich blaue Tupfer. Und jetzt habe ich einfach nur eine Schrift mit einer Kurzbezeichnung. Und was habe ich noch? Und einen weißen Text. Ich würde sagen, das passt. Nur was jetzt vielleicht noch fehlt, wäre ein Symbol. Hier ist sogar ein Symbol eingetragen, das mache ich mal weg, weil ich möchte das alles einheitlich haben. Also, ersetze Schild. Genau, übrigens, wenn man hier eine Änderung vornehmen will, man muss mindestens 2 Felder markieren. Dann hat man Ersetzen von Schild. Wenn man nur ein Feld markiert hat, dann hat man das nicht, warum auch immer. Nur so als kleine Info. So, jetzt möchte ich noch so einen blauen Kringel da drum haben. Nachdem ich jetzt alles markiert habe, möchte ich jetzt ein blaues Schild haben. Das blaue Schild wäre quasi der Hintergrund. Also einen blauen Hintergrund. Das wäre Blue Round. Den möchte ich jetzt haben. Blue Round. Alles markiert ist ja. Rechte Maustaste bei Schild. Ersetzen von Schild. Jetzt gucke ich, ob hier irgendwo Blue Round steht. Da haben wir schon. Zack. Ja, und damit wären eigentlich alle meine Wanderwege so für den ersten Step, so wie ich es mir zumindest vorstelle.
Ich habe blaue Tupfer, ich habe blauen Hintergrund mit einer Kurzbezeichnung in einer weißen Farbe. Das Ganze machen wir jetzt auch mit den Wanderwegen. Alle Filter aufheben. Genau, neuen Filter auf Typ. Hiking. Passt. Machen wir auch wieder Steuerung A. Black haben wir schon. Ich möchte alle Symbole weg haben. Ersetzen von Symbol weg. Ersetzen von Schild weg. Ersetzen von Textfarbe. Ich sage ihm, es sollen alle weiß sein. Okay. Und ich möchte so ein schwarzes Viereck, so einen schwarzen Hintergrund, einfach nur Black haben. Das möchte ich ein viereckig haben. Dann gehe ich wieder auf Schild, rechte Maustaste, ersetzen von Schild, Black, Bam. Und damit hätte ich schon fast alles fertig, außer ich sehe jetzt hier bei Markierung sind noch etliche Lücken. Die könnte ich nochmal abchecken, ob man da nicht irgendetwas noch eingeben kann. Zum Beispiel Bienenroute könnte man ja abkürzen mit BR. Dünenroute wäre DR. Ja, ich würde sagen, dann wäre alles soweit top. Hier drücke ich nur auf Clear und könnte eigentlich nochmal einen neuen Lauf starten. Halt, Stopp. Wir gucken uns erstmal die alte Karte an. Das könnten wir mal eben machen. Das wäre quasi alt. Jetzt rufe ich wieder QMap-Check auf. So, genau. Jetzt haben wir nur die alte Karte, also jetzt quasi aktiv. Also so sieht das ja jetzt im Original aus. Zwei blaue Balken und A6 als Beispiel jetzt. Hier sind zum Beispiel keine Fahrradwege, ne? Das ändern wir ja jetzt alles jetzt hier. Also so sieht das jetzt aus. Sieht alles ziemlich wild aus. Also mir gefällt es so nicht. So, und jetzt würde ich sagen, auf los geht's los. So, 0 Minuten später, na, das steht nicht so ganz, aber so eine knappe Minute war das schon. Und die Karte ist generiert. Also mal gucken, wo die jetzt ist. Map Composer Garmin. Hier hätten wir die neue. Ich nenne die mal neue 1. X. Ich packe die wieder in mein allgemeines Kartenverzeichnis. Einmal aktualisieren. Jetzt haben wir hier auch neu 1 drin. So, das sieht ja schon gleich wesentlich besser aus. R29, blau, da weiß ich, hier ist der Fahrradweg. X5, die schwarzen Punkte, das sind alles Wanderwege. Hier ist natürlich ein extremes Beispiel, weil es hier so viele Wanderwege gibt. Hier ist praktisch der schwarze Hintergrund über der Schrift. Das auf dem GPS-Gerät ist es nicht, da wird es richtig rum angezeigt. Genau, und die Fahrradwege müssten jetzt eigentlich, da sieht man es da, aber die Fahrradwege müssten ja jetzt zum Blue Round haben, sieht man hier ganz klein und auch auf dem GPS-Gerät ist das viel, viel zu klein und das können wir eben nochmal ein bisschen vergrößern, damit man das noch besser erkennt. Und gleichzeitig werde ich hier nochmal ein paar Zoom-Stufen anpassen, damit das nicht so überladen aussieht. Gut, fangen wir mit den Zoom-Stufen nochmal an. Alle Pios, Renderregel, nach Zoom ordnen. Und ich mache mir mal ganz einfach, ich packe jetzt einfach mal alles auf 24. Genau, das alles kriegt die Zoom-Stufe 24, damit uns das erstmal beim Anschauen nicht allzu sehr stört. So, das nur am Rande, das könnt ihr eigentlich schon wieder vergessen. Was wollte ich machen? Ich wollte diesen Blue Round will ich jetzt als erstes größer haben. Wie gehe ich da vor? In die Kartenobjekte. Nein, stopp. Ich klicke den richtigen Filter an. Ich will die Wegemarkierung, Kartenobjekte. Jetzt suche ich Blue Round. Mache hier nochmal eben alles ein bisschen schön.
weil die LF und so weiter, das brauchen wir alles. Machen wir auch mal. Ich glaube, hier fehlt noch etwas. Topo ist wichtig. Prio glaube ich nicht, aber ist egal. So, Blue Round. Blauer Punkt. Das ist nicht Blue Round. Oh, mal gucken. Irgendwo muss Blue Round sein. Hier ist er. Blue Round. Das wäre der. So, dann müssen wir dieses Objekt erstmal suchen. Kopieren wir uns mal im Zwischenspeicher. Öffnen den Dateibrowser unserer Wahl. Gehen unter Icons. Gehen auf Suchen. Und schwupp, hier haben wir ihn. Und öffnen mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Ich nehme immer MT-Paint. Sag auswählen. Dann auf 2000. Und jetzt gehe ich her und sage Zeichenfläche anpassen. Hier haben wir 10x10 als Original. Komm, wir machen mal 18x18. Damit man aber. Ups, hier muss ich es ja eingeben. 18x18. Zack. Jetzt ist er schön groß. Vielleicht ist er ein bisschen zu groß, aber das werden wir jetzt ja gleich sehen. Speicher ihn ab. Und das gleiche mache ich mit dem schwarzen. Mit dem schwarzen Hintergrund. Das wäre dieser hier. WM Ground. Oder Grundschwarz. So. Schön groß. Anpassen. Machen wir auch mal. Ah, ne, hier muss ich es eingeben, ne? Oder man kann ja auch so klicken. Ja, machen wir mal richtig schön groß. Speichere den ab. Da muss man ein bisschen drauf achten, ob der es übernommen hat. Hat er jetzt, ne? Sieht man schon, das war die Originalgröße und das ist jetzt die neue Größe, genauso wie mit dem blauen Punkt. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, machen nochmal einen neuen Lauf, damit ihr sofort den Effekt sehen könnt. So, Map Composer ist fertig, nach 0 Minuten. Jetzt schauen wir uns mal sofort die neue Karte an. Map Composer Garmin, zack, zack, zack. Dann nehmen wir jetzt neu 2. Und sagen ihn ausschneiden. Einfügen. QMap Check. Neu laden. Karten neu laden. Hier haben wir neu 2. Aktivieren. Zack. Das andere mache ich mal eben weg. So. Suchen wir mal hinein. Hier sieht man schon, der schwarze ist wesentlich größer. Und der blaue Punkt auch. Wie gesagt, auf eurem Garmin-Gerät würde das richtig angezeigt werden. Aber diesen Versatz hat man auch auf dem Garmin-Gerät. Und das kann man auch noch beheben. Aber ich denke mal, das mache ich im anderen Video. Das ist nämlich ein bisschen kompakter. Ja, hier kann man wirklich schon wunderbar den Wegeverlauf erkennen. Ich denke mal, das sollte mal für den ersten Step, sollte das eigentlich zum Bearbeiten von Relationen eigentlich auch gewesen sein. So, ich kann euch ja nochmal ganz kurz zeigen, was auch möglich ist, wenn man es auf die Spitze treibt mit der Wanderwegbearbeitung. So, das soll es erstmal gewesen sein, zur einfachen Routenbearbeitung. Alles Weitere würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Und ich könnte im nächsten Video euch ja mal zeigen, wie man das Ganze noch ja professioneller gestalten kann. Wie zum Beispiel ich das jetzt hier gemacht habe. Dass man für jeden Wanderweg ein eigenes Symbol kreiert. Auch diese neumodischen bunten Wanderwege. Kann man auch eigene Symbole. Alles kann man alle quasi jetzt hier mit einbinden. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!